Ja, Freunde, was geht? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf, denn der Papa, der ist es. Heute beschäftigen wir uns mit der 4-4-2-Aufstellung, die womöglich beste Schnittstelle zwischen Ballbesitz und Konterspiel. Das heißt, diese Aufstellung bietet uns so variable Möglichkeiten, dass ihr sie sowohl im Angriff als auch in der Defensive komplett vielfältig nutzen könnt. Jede Aufstellung hat seine Stärken und Schwächen und genau auf die werden wir in diesem Video eingehen. Ich werde euch auch genau zeigen, wie ihr jede Position zu bestücken habt. Bestücken. Das heißt, ich werde euch genau zeigen, auf welchen Positionen welche Spieler stehen müssen, welche Attribute und Fähigkeiten die mitbringen müssen und wie ihr sie am besten einsetzt. Das Team ist nur eine Schablone. Das heißt, es geht mir nicht um den Preis von dem Team, sondern es geht mir darum, dass ihr ein Verständnis dafür bekommt, wie ihr die Position aufzufüllen habt. Wenn ihr die Coins nicht habt, könnt ihr ein bisschen weniger, ein bisschen Gas rausnehmen und auf die Attribute achten. Wenn ihr mehr Münzen habt, könnt ihr natürlich... Im Grundsatz des Videos geht es um das Verständnis dieser Aufstellung, damit ihr sie in-game besser nutzen könnt. Freunde, jeden Tag um 14 Uhr gibt es Content. Das heißt, ganz, ganz wichtig, kostenlos abonnieren, kostenlos Glocke aktivieren und dann noch alle Benachrichtigungen aktivieren. Freunde, ich mache euch fit für die erste Weekend League. Lohnt sich. So, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit der Aufstellung. Die Aufstellung, die wir heute genauer betrachten möchten, ist die 4-4-2, die zweite. Das heißt, wir spielen mit zwei ZDM-Spielern. Ihr könnt natürlich auch auf die Formation zurückgreifen mit den zwei ZDM-Spielern. Ich finde jedoch, dass man mit dieser Ausstellung ein bisschen kompakter in der Abwehr steht, dass die zwei Sechser die Laufwege nach hinten bei einem missglückten Angriff viel, viel schneller vollziehen und man grundsätzlich einfach ein bisschen kompakter steht. Ist Geschmackssache, wenn ihr einen Tick offensiver spielen wollt, nehmt die 4-4-2 mit zwei ZDMs. Wenn ihr ein bisschen... einen Tick defensiver stehen wollt, dann nehmt die Ausstellung mit den ZDMs. In den vorangehenden Videos, wo wir uns um Ballbesitz und Konterspiel gekümmert haben, haben wir die Priorität immer auf eine bestimmte Sektion des Spielfeldes gelegt. Das heißt, beim Konter haben wir uns zum Beispiel mehr auf die Flügelstürmer und auf den Stürmer konzentriert und beim Ballbesitzspiel haben wir uns mehr auf die Innenverteidiger konzentriert, die schnell wieder nach hinten müssen. Bei dieser Aufstellung wiederum sieht es so aus, da es eine ausgeglichene Aufstellung ist, Freunde, dass wir auf jeder Position starke Allrounder brauchen. Jede Position muss in der Lage sein, beides zu tun, sowohl aktiv als auch passiv. So, fangen wir mal mit dem Innenverteidiger-Dreieck hier an. Hier ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr Innenverteidiger habt, die beides können. Die müssen eine gewisse Grundgeschwindigkeit mitbringen, dürfen aber nicht komplett auf den Kopf gefallen sein, was die Verteidigung angeht. Das heißt, die Hauptpriorität liegt nicht im Pace, liegt aber auch nicht in der Defensive, sondern es liegt in so einer Fusion von beiden. Guckt, dass ihr ausgeglichene Innenverteidiger habt, die beides können. Denn es könnte sein, dass ihr in Konter gerät. Es könnte aber auch sein, dass ein Gegner euch ein Ballbesitzspiel aufzieht. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr ausgeglichene Aufstellung, weshalb wir uns auf alle Szenarien vorbereiten müssen. Achtet nicht auf die Preise, es sind nur Richtspieler für euch. Wenn ihr mehr oder weniger Münzen habt, dann müsst ihr natürlich justieren. Aber ich bin mal hier für euch gegangen mit einem De Ligt, einem Marquinhos und einem Navas. Die sind teuer, ich weiß. Worauf es ankommt, sind die Pace und die Defensivwerte. Das Pace sollte nicht weniger als 72 sein. Guckt, dass ihr mindestens 72 habt. Ist jetzt nicht der schnellste, aber ist eine gesunde Geschwindigkeit, womit man trotzdem was anfangen kann. Ihr merkt, die Defensivwerte sind ein bisschen höher, da es wirklich sehr, sehr oft vorkommt, dass man bei der 4-4-2-Aufstellung hinten reingedrückt wird. Der Gegner hat mehr Raum in der Mitte und kann somit die Bälle auch besser zuspielen. Er hat mehr Dreiecke. Das heißt, wir müssen immer passiver werden und immer passiver werden, wenn wir keinen Zugriff rechtzeitig drin hatten. Das heißt, achtet hier drauf, dass eure Innenverteidiger genügend Defensivwerte haben, aber nicht langsam sind. Wichtig, Rechts- und Linksverteidiger. Sehr, sehr, sehr wichtige Positionen, Freunde. Ich habe es in den Videos davor auch schon oft erwähnt. Wenn ihr offensiven Fußball spielt, dann könnt ihr dieses Jahr sehr, sehr geile Spielzüge über die Außenverteidiger aufbauen. Und die sind dann auch wirklich sehr schwer für den Gegner zu verteidigen, weil die Außen dieses Jahr generell sehr, sehr stark sind. Und wenn man dann hinterläuft oder Läufe mit den Außenverteidigern macht, ist es sehr schwierig für den Gegner zu verteidigen. Natürlich ist auch die Gefahr, dass man durch so einen Lauf auch konteranfälliger wird über die jeweilige Seite. Aber wir spielen ja keinen Angsthasenfußball, oder? Das bedeutet für uns, wir müssen gucken, dass wir spielstarke Außenverteidiger haben. Und als Beispiel mal für euch den lieben Florenzi. Super Dribblingwerte, super Passwerte. Geschwindigkeit auch nicht schlecht. Kann man machen. Und auf der linken Seite Alexandro, der halt ein bisschen teurer sein könnte. Da könnt ihr auch nochmal gucken. Gibt es günstigere Spieler? Gibt es keine günstigeren Spieler? Wenn ihr einen Sugar Daddy habt, dann gönnt euch.
und könnt dementsprechend entscheiden, ob ihr den reinstellt. Wieso jetzt diese zwei Spieler hier? Solide Geschwindigkeitswerte, je höher, desto besser natürlich. Dribblingwerte sehr, sehr wichtig. Beide fast auf 80, können also auch Offensivaktionen starten. Passwerte sind überragend. Wir können beides machen. Wir können kontern, wir können mit langen Bällen auf die Stürmer, wir können mit langen Dreieckspässen über die Flügel oder die Stürmer schicken. Wir können aber auch, wenn wir vorne agieren, wenn wir überlaufen haben, können wir vorne dynamische Bewegungen, dynamische Pässe, die Grundlinie entlang laufen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Defensivwerte sind auch relativ hoch. Das heißt relativ, die sind ziemlich gut. Für den Fall, dass wir hinten reingedrückt werden, für den Fall, dass wir kompakt verteidigen müssen, sind diese zwei Spieler auch in der Lage, mal einen Ballgewinn zu starten. Kommen wir zu den zwei wichtigsten Positionen in der Aufstellung, und zwar die zwei mittleren ZDM-Spieler. Und euer Spiel steht und fällt mit der Wahl dieser Spieler, Freunde. Wenn ihr hier zwei falsche Spieler habt, dann wird euch diese Aufstellung nichts bringen. Ihr braucht hier Allrounder. Ihr braucht hier zwei Spieler, die beides können. Die müssen sowohl nach vorne als auch hinten arbeiten können. Ist jetzt sehr, sehr schwierig, da günstige Spieler zu finden. Die Sache ist nämlich die, wenn ihr auf Konter spielt, was ihr mit dieser Aufstellung könnt, werden sich diese zwei Spieler trotzdem mit nach vorne schalten, weil hier zwischen Stürmer und Mittelfeld eine kleine Lücke ist. Hier ist kein Zehner und die CPU denkt sich dann, ey, die Lücke muss gestopft werden, das Loch muss gestopft werden. Die laufen mit. In der Defensive das Gleiche. Hier ist ein Loch, hier sind keine anderen Sechser, hier ist kein dritter ZDM-Spieler, der das Loch hier schließt. Das heißt, die bekommen das Kommando, ey, wir müssen wieder zurück. Die müssen beides können. Achtet auch auf die Arbeitsraten. Hoch, hoch, mittel, hoch, sowas in die Richtung. Pässe müssen ankommen, gute Passwerte. Defensive muss ziemlich hoch sein. Dribblingwerte müssen passen. Falls wir mal nicht auf Konter spielen, sondern Ballbesitz ausüben mit der Aufstellung. Die zwei werden in der gegnerischen Hälfte stehen, ungefähr hier beim Halbkreis. Immer wenn wir beim Ballbesitz nicht durchkommen, immer wenn der Gegner gut bunkert, gut verteidigt, landen die Bälle wieder bei den Sechsern und die verteilen die Bälle wieder auf die Flügelspieler, auf die Stürmer. Gute Allrounder suchen. Als Beispiel für euch habe ich mal hier zwei Spieler. Aladdin für mich mit Abstand der beste Low-Budget-Sechser in-game. Gibt keinen besseren auf der Position, wenn ich nicht so viele Münzen habe am Anfang. Ich werde mit dem auch reinstarten. Super Dribbling-Werte, super Verteidigungswerte, super Physis-Werte, super Passwerte. Gut, Geschwindigkeit kann man ein bisschen boosten. Schusswert ist jetzt auch zweitrangig. Wir haben viele Leute vorne, wir haben zwei Stürmer. Da müssen wir jetzt nicht mit dem Sechser unbedingt Tore schießen. Also das ist wirklich ideal. Auf der anderen Seite haben wir Rabiot. Ist ein bisschen schwächer als Alan. Passt halt jetzt in das Hybrid-Team am besten rein. Man könnte hier auch mit einem Nainggolan gehen, der auch übertrieben gute Werte hat und könnte dann hier zum Beispiel vorne mit einem Mertens anknüpfen. Ich habe mich jetzt aber mal dagegen entschieden. Ich habe mich mal für Rabiot entschieden. Aber nagelt euch da trotzdem nicht an den Spielern fest. Ne? Wenn dann Nainggolan bei euch reinpasst, dann klatscht auch einen Nainggolan rein. Ja, Nainggolan und Alan sind für mich zwei verlorene Brüder. So. Die haben sich irgendwann mal verloren und wurden getrennt. Aber die sind von den Werten her identisch. So, Freunde, auf dem Flügel suchen wir Spieler, die nicht unbedingt Tore schießen müssen. Wir haben zwei Stürmer. Diese zwei Stürmer sind dafür da, die Tore zu machen. Die Flügelspieler erfüllen nur einen Zweck oder zwei Zwecks. Die müssen für die Konter schnell sein und die müssen für den Ballbesitz wendig sein. Wir wollen im Ballbesitz die Bälle nicht verlieren, wollen aber auch in einer Kontersituation diese Spieler schnell über die Außen schicken, um die Stürmer füttern zu können, damit wir den Gegner mit zwei Stürmern überraschen. Eine andere Aufgabe haben wir nicht. Guckt da nicht so viel auf den Schusswert, sondern schaut, dass die schnell und flink sind. Als Beispiel für euch Douglas Costa und Lucas Moura sind natürlich die teureren Karossen. Könnt ihr natürlich auch einen Tick runtergehen vom Gas. Aber ihr seht hier, Schusswert 73 ist nicht optimal. Brauchen wir aber auch nicht, wie schon erklärt. Gut, Lucas ist ein wirklich guter Allrounder, wird auch ein bisschen teurer sein. Da könnt ihr halt auch ein bisschen vom Gas runtergehen. Da könnt ihr auch jemanden suchen, der ungefähr die gleichen Dribbling- und Pace-Werte hat, aber dafür weniger Schuss. So, kommen wir zu unseren zwei Stürmern. Freunde, und die machen die Tore. Ihr werdet 80-90% der Tore in dieser Aufstellung hoffentlich mit den zwei Stürmern machen. Das heißt, spart da nicht. Die wichtigsten zwei Positionen, die wichtigsten vier Positionen sind die zwei Stürmer und die zwei ZDM-Spieler. Spart da nicht. Seid nicht geizig. Am besten, ihr sucht euch noch einen Stürmer aus, der 5 Sterne Weak Foot hat und einen Stürmer, der sehr, sehr wendig ist. Dann seid ihr extrem variabel. Der Gegner weiß nicht, was ihr macht. Ihr habt einen 5-Star Weak Foot Spieler drin. Ihr könnt euch links, rechts aufdrehen, wenn ihr den Pass auf den Stürmer geschafft habt. Beispielsweise, wenn der Gegner tief steht. Und mit dem wendigen Spieler seid ihr eigentlich nur dazu da, um den Ball zu halten, um den Gegner, um den Innenverteidiger vielleicht ein bisschen rauszulocken und dann den anderen Stürmer anzuspielen. Ihr könnt Doppelpässe hier spielen, wenn ihr kontert zum Beispiel, wenn ihr Ballbesitz spielt, habe ich gerade schon erklärt. Euch liegt die Welt wirklich offen. Wichtig ist, dass die Stürmer einen guten Abschluss haben, also
tut da keinen ZOM-Spieler rein, der wenig Schuss hat. Versucht da klassische Stürmer zu finden, die ihre Sache machen. Und dann solltet ihr damit auch ziemlich gut fahren. Ich habe mal für euch jetzt Richarlison und Gabriel Jesus mitgenommen. Das Einzige, was die zwei nicht können, ist Kopfballspiel. Wenn ihr denn mal ein bisschen mehr Münzen habt, könnt ihr natürlich aufrüsten. Dann könnt ihr auch vielleicht hier jemanden reinstellen für Gabriel Jesus, der auch Kopfbälle kann. Dann hättet ihr mit dieser Aufstellung, mit der 4-4-2-Aufstellung, alle Szenarien abgedeckt. Konter, Ballbesitz und Flankenspiel. Hier können wir natürlich nicht so gut Flankenspiel machen oder Kopfballspiel machen, weil die halt einfach nicht unbedingt kopfballstark sind. Ja, vielleicht noch auf Richarlison, der kann ein bisschen, ist nicht prädestiniert dafür. Freunde, schaut, dass ihr mit dieser Formation alle Stärken auslebt, alle Stärken nutzt und perfekt in Szene setzt. Konter über die Außenflügel schicken, lange Bälle beim Konter, über die Außenverteidiger zu den Stürmern mit einem Chipball. Bei einem Ballgewinn hier, zack, auf die Sechser, schnell auf die Stürmer. Wenn ihr merkt, der Konter klappt nicht, lasst die Spieler nachrücken. Die Flügel hier auf die Grundlinie, hier auf die Außenlinie, die Sechser aufrücken lassen und dann das Spiel aufziehen. Ihr werdet Ballbesitz extrem stark sein, ihr werdet im Konter extrem stark sein. Die einzige Gefahr bei dieser Aufstellung ist, dass man bei einem schlechten Ballbesitzspiel in der Offensive sehr konteranfällig ist und dass man bei einer nicht so guten und nicht so guten kompakten Verteidigung beim Ballbesitzspiel des Gegners sehr viele Lücken zum gegnerischen Stürmer lässt. Hierzu wird es aber Defensiv-Tutorials geben für euch, Freunde. Deshalb Glocke aktiviert, ganz wichtig. Das war's jetzt eigentlich mal mit der besten Aufstellung. 4-4-2. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, die Booster Squad. Tschö.